Der Görlitzer Park. Mein Garten. Ja, es tun sich sehr coole Dinge. Immer mehr von denen, die aufrufen, am 26.03. endlich Schluss mit dem alten Spiel zu machen, tun sich zusammen, connecten. Ich bin jetzt definitiv nicht mehr allein, auch nicht mehr mit dem, was ich sage. Das Ding ist, all die Leute, die Little Grandmother toll finden, all die Leute, die The Love Police toll finden, alle Leute, die mich toll finden, alle Leute, die all die toll finden, die aufrufen, endlich mal was anders zu machen. Ihr seid im Moment sehr wichtig und sehr gefragt. Es reicht nicht, wenn ein paar von uns aufrufen, ein paar von uns sich vor unsere Kameras setzen und den Mumm haben zu sagen, dass wir keine Lust mehr haben, dass wir einfach keinen Bock mehr haben auf das alte Spiel, dass wir Lust haben, Alternativen zu leben, dass wir Lust haben, uns mit den Dingen zusammen auseinanderzusetzen, die bis jetzt wegen Geld nicht möglich waren. Es gibt so viele geile Erfindungen, die in irgendwelchen Schubladen liegen, weil irgendwelche Lobbyisten sie unter Verschluss halten, weil wenn sie rauskämen, man mit den Leuten kein Geld mehr machen könnte. Das heißt, sie nicht vom Geld abhängig halten könnte. Wenn wir dafür sorgen können, und wir können dafür sorgen, dass jeder von uns frei wohnen kann, dass jeder von uns frei an Nahrungsmittel kommt, jeder frei an Energie kommt, jeder frei an Kommunikation und Reise teilnehmen kann, frei, ohne Passport, ohne Geld, ohne Tickets, sondern auf ganz andere Arten und Weisen, die wir uns alle im Moment nur deswegen so rudimentär vorstellen können, weil die Medien halt eben nichts darüber berichten. Und genau darum geht's hier, die Medien dazu zu bewegen, das heißt die Leute in den Medien dazu zu bewegen, endlich was anderes zu bringen. Und das können die nur, wenn wir ihnen den nötigen Rückhalt bieten. Ansonsten haben sie Angst, ihre Jobs zu verlieren und damit ihre Existenz. Das ist absolut logisch, dass die Leute in den Medien, die das Programm tatsächlich ausstrahlen, das von oben vorgegeben wird, hübsch brav machen, was man ihnen sagt. So ist das überall in der Arbeitswelt, überall in der Wirtschaftswelt. Muss man hübsch brav machen, was man gesagt bekommt, sonst kann man am nächsten Monatsersten seine Miete nicht mehr zahlen. Und dass wir überhaupt Miete zahlen müssen, liegt ausschließlich daran, weil wir es nicht anders kennengelernt haben und es einfach alle tun. Jeder da draußen ist aufgerufen, endlich sein Gesicht in die Kamera zu halten. Und zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr das alte Spiel mitspielen. Ich möchte nicht mehr leiden. Ich möchte nicht mehr kämpfen müssen. Ich möchte nicht mehr die ganze Zeit gegen alles sein müssen. Ich möchte nicht mehr permanent in Scheiße leben. Und ich möchte nicht mehr permanent mit Problemen umgeben sein. Ich habe keine Lust mehr. Ich weiß, dass so viele da draußen, die unsere Videos gucken, genau deswegen unsere Videos gucken, weil wir Hoffnung in euch wecken. Aber Hoffnung bedingt sich durch Angst und ist genauso unnütz. Es kommt nicht drauf an, auf was wir hoffen, es kommt drauf an, was wir tun. Und jetzt ist die Zeit, was zu tun. Jetzt ist die Zeit, eine Möglichkeit zu nutzen, die viele von uns haben, nämlich ihr Gesicht zu zeigen und zu sagen, wir haben keine Lust mehr. Und wir machen nicht mehr mit. Ab dem 26. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um uns zusammenzutun, um den 26. mit aus allen Rohren zu bewerben. Wenn ihr keine Videos machen könnt, aus irgendwelchen Gründen, dann schickt wenigstens unsere Videos weiter. Schickt den Aufruf weiter. Lasst immer mehr Leute davon wissen. Nichts weiter ist nötig. Wir müssen es einfach nur tun. Und es bringt
bringt uns allen nichts, wenn ihr uns toll findet. Da haben wir gar nichts von. Wenn ihr euch von uns inspirieren lasst, endlich auch Inspirati zu sein und nicht mehr Menschen darüber aufzuklären, was die Illuminaten alles für scheiß Probleme hervorrufen haben, sondern den Inspiraten klar zu machen, dass wir die Macht in der Hand haben. Wir müssen uns da mal dran erinnern. Wir fordern, wir zählen es, wir sind das Volk, wir haben die Macht und bla bla bla. Wir nutzen sie aber nicht, weil wir zu viel Schiss haben. Wir haben noch nicht mal Mut, uns vor eine Kamera zu setzen und zu sagen, dass wir keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße haben. Tut's einfach, um euch selbst zu befreien. Ihr werdet merken, wie befreiend es ist. Und natürlich werdet ihr von irgendwelchen Leuten, die weiter im Gegeneinander leben wollen, böse Kommentare bekommen. Spielt fishy, fishy, fishy mit denen. Blockiert die, cancelt die, schmeißt alles raus, was sie geschrieben haben, lasst es gar nicht an euch ran. Ihr wisst, was ihr wollt. Und das ist wichtig. Habt keine Angst davor, Spinner genannt zu werden. Von Spinnern. Ja, wir sind verrückt. Wir sind wieder zurückgerückt aus diesem verrückten Bild, das die Gesellschaft hat. Von einer Welt, die so, wie sie denkt, dass sie existiert, überhaupt nicht existiert. Es passieren 90% schöne Dinge auf diesem Planeten und 10% Scheiße. Und was sehen wir im Fernsehen? 100% von den 10% Scheiße und nichts von den 90% des Schönen. Zumindest im Mainstream. Und daran können wir nachhaltig was ändern, wenn wir es denn tun. Wenn wir jetzt eine so große Sache aus diesem Generalstreik ab dem 26. machen, dass wir das bis 1. April wirklich in den Medien haben und den Aufruf starten können, mal wirklich ans Fenster zu gehen und rauszubrüllen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Ich habe keine Lust mehr. Nur um mal rauszufinden, wie viele Leute, die im Fernsehen den Aufruf auch gesehen haben, dabei sind. Und ihr werdet euch wundern, wie viele dabei sind. Und dann haben wir ab 1. April ganz andere Möglichkeiten. Und wer dann noch Miete zahlt, der ist es selber schuld. Wir können uns von Miete befreien, indem wir es einfach tun. Genauso wie von Schulden, indem wir uns einfach entschulden, gegenseitig. Indem wir auch unseren Schuldnern einfach ihre Schulden entlassen. Und dafür eine reine Weste zurückbekommen. Wie geil ist das denn? Nicht nur finanzielle Schulden. Hört auf, das Schuldspiel zu spielen. All euer Leiden kommt nur dadurch, dass ihr keine Eigenverantwortung übernehmen könnt. Und das ist, weil wir haben nie gelernt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das können wir alles ab jetzt lernen. Wir können uns nach dem 1. April darüber austauschen und dann sind die Medien frei zur Verfügung, um das halt eben global zu machen und richtig geil und ganz schnell alle Informationen, die nötig sind, an alle weiterzugeben, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Und ab 1. April können wir uns darüber austauschen, wenn was zu tun ist, damit innerhalb von Wochen niemand mehr auf diesem Planeten hungern muss und niemand mehr leiden muss und kein Schuss mehr in Richtung eines anderen abgefeuert wird. Wir können es tun. Wenn wir den Mumm in der Hose haben, diesen Aufruf zu verbreiten. Und wir haben so viel Unterstützung. Der ganze Planet Erde ist mit uns. Und nicht nur der. Mutter Erde freut sich, wenn wir endlich Frieden machen. Das dürfte doch wohl jedem logisch in den Kopf gehen, oder nicht? Und sie tut alles und gibt ihre ganze Liebe für alles, was wir tun, damit wir glücklich sind. Mutter Erde würde sich ihr Herz für uns rausreißen, wenn wir es denn wenigstens zu schätzen wüssten. Überlegt euch, was ihr tut. Ihr seid gefragt. Für alle. Für euch selber. Tut's für alle und tut's für euren eigenen Frieden. Peace.